es ist einfach so krass, weil ich das einfach realisiere, was jetzt passiert. Und ich habe eins meiner Lebensziele erreicht, denn wenn ihr dieses Video guckt, werde ich in New York sein. Und was das mit meinen Tipps und Tricks für Motivation und Wünsche erfüllen zu tun hat, das seht ihr jetzt im Video. Hey! In diesem Video geht es heute komplett um das Thema Motivation, Ziele erreichen und wie kann ich meine Wünsche erfüllen und wie motiviere ich mich selbst. Das kommt nicht von ungefähr. Ich werde gleich eine kleine Geschichte dazu erzählen, denn Achtung, das wird nicht nur ein Tipps- und Tricks-Video von mir, sondern eben auch ein Laber-Video mit ein paar persönlichen Anekdötchen. Und ich möchte mit einem meiner wichtigsten Tipps starten. Setzt euch Ziele. Das hört sich so banal an, es hört sich so einfach an und so logisch, dass man es oftmals vergisst. Es ist einfach so, wenn man kein Ziel hat, und das hört sich schon wieder kitschig an, aber ich nehme diese Metapher, wenn man ein Schiff nimmt, was so auf dem Meer herumschippert und es hat kein Ziel, weiß es auch nicht, wie es sich lenken soll. Also weiß der Kapitän nicht, in welche Richtung er muss. Sobald man ein Ziel hat, hat man den Weg vor sich und kann ihn gehen. Und deswegen setzt euch Ziele. Setzt euch hin, nehmt euch Zeit und überlegt euch, was eure Wünsche sind und was eure Ziele sind. Schreibt sie mal auf. Also wirklich versinnbildlicht das auf einem Blatt Papier. Oder macht euch zum Beispiel ein Moodboard, was dazu gehört. Also weiß ich nicht, wenn ihr das Ziel habt, erste eigene Wohnung. Dann schreibt euch das Ziel auf und verbildlicht euch das auf einem Moodboard mit eigener Einrichtung und so. Und wenn ihr dieses Ziel habt, kommt Tipp Nummer 2 zur Geltung, denn ihr solltet dieses Ziel in kleinere Unterziele aufbrechen oder eben in die Maßnahmen, die dazugehören. Es ist immer, jetzt zitiere ich meinen Chef, das kommt aus der Strategie und das kann man auch hier bei seinen eigenen Zielen anwenden. Ziele, Wege, Maßnahmen. Ja, das ist irgendwie, ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Ziel, ich möchte abnehmen. Weg, Sport machen und gesund essen. Und die Maßnahmen sind dann, ich mache mir jeden Morgen einen Smoothie und jeden Abend gehe ich eine Viertelstunde joggen. So, also jetzt ganz einfach aufgezählt. Und so habe ich das auch zum Beispiel gemacht. Ihr habt mich schon ganz oft auf Snapchat gefragt, was denn diese kleinen Post-its an meinem Schrank sind. Und da habe ich mir ein Ziel gesetzt, was ich gerne erreichen möchte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann habe ich das unterteilt und habe mir wirklich, weil es einfach ein kurzer Zeitraum zwischen Ziel und Zeitpunkt war, zwischen Beginn und Zeitpunkt war, habe ich mir sogar in tägliche To-Dos und tägliche Maßnahmen aufgeteilt. Also nehmt euer Ziel, splittet das auf, um euch den Weg klar zu machen, was ihr tun müsst, um das zu erreichen. Und dann die Maßnahmen, also die kleinen, klitzekleinen To-Dos, die ihr täglich, wöchentlich, monatlich machen könnt, um eben euer großes Ziel zu erreichen. Tipp Nummer 3 hat mir ziemlich geholfen, meine Ziele zu verwirklichen. Und das ist der Tipp, stell dir dich in der Situation, die du erreichen möchtest, vor. Also stelle dir dich am Ziel vor und benehme dich und verhalte dich und tue das, was die Person tun würde, die du begierst zu sein. Es hört sich viel schwieriger an als das, was ich ausdrücken will. Ich mache es an einem Beispiel fest und ich glaube, das Beispiel, was ich euch jetzt bringe, zahlt auf alle 3 Tipps, die ich bisher genannt habe, ein. Es ist so krass, weil wenn ich das jetzt erzähle, ist es einfach so unglaublich für mich selbst. Ich bin schon wieder extrem gerührt, aber wie eingangs schon gesagt, es ist ganz krass, weil wenn ihr, also jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr das Video guckt wahrscheinlich, sitze ich im Flieger oder bin schon in New York und das Ganze beruflich. Und es ist deswegen so krass, weil ich vor ungefähr 10 Jahren in einem Dachboden gesessen habe, ohne Heizung, ohne alles. Ich hatte nur so ein kleines Gebläse. Ich saß an einem Schreibtisch, der total vollgestellt war, eigentlich mit Müll und alten Akten. Und ich war ganz alleine in diesem Büro und habe nur die Drecksarbeit eigentlich gemacht und habe angefangen, eine Ausbildung zu machen zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit und saß da halt und werde es nie vergessen, ich durfte noch nicht mal den Radiosender umstellen, also wirklich, mein Chef ist auch ganz mies mit mir umgegangen damals und ich war so lange unglücklich. Ich war
dermaßen unglücklich, dass ich in eine Lethargie gefallen bin. Ich habe morgens geweint, wenn ich auf die Arbeit gefahren bin. Ich habe abends zu Hause geweint. Ich habe mich komplett verändert als Mensch im Sinne von, ich bin so in so eine Opferrolle gegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, halt, stopp. Und damals war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und ich weiß noch, wie er so davon gesprochen hat, dass er mit seinen Kumpels nach New York fliegen will und dass seine Eltern das auch befürwortet haben und er wäre auch ohne mich gefahren. Und das hat mich so verletzt, dass ich gesagt habe, ich will auch mal nach New York. Und vor allen Dingen will ich was erreichen. Ich möchte erfolgreich sein und mich selber und ja auch tatsächlich meine Eltern stolz machen, weil ich war da gerade in einer Phase, in der viele nicht an mich geglaubt haben. Also, wo es so war, ja, die Nadine, die ist halt, pff, ja, wie gesagt, ich wurde ja früher in der Schule auch gemobbt und ich war einfach nicht an einem State of Mind, den ich mir für mich und mein Leben vorgestellt habe. Also es war wirklich eher so die arme Nadine, die sich aber auch in dieses Selbstmitleid reingelegt hat. Also es war wirklich so, dass ich in dieser Lethargie gefangen war. Und dann habe ich gesagt, halt, stopp, cut. Nein, das ist nicht mein Leben. Ich möchte nicht an diesem Schreibtisch sitzen. Es war für mich ganz klar, ich möchte einmal in meinem Leben beruflich nach New York und ich möchte ein erfolgreiches, also beruflich erfolgreiches Leben haben. Ich habe mich hingesetzt und es hat wirklich wehgetan, das zu realisieren, dass ich in dem Moment einfach es nicht konnte und dass ich einfach auch mit diesem Berg, der vor mir lag, nicht zurechtkam. Also habe ich mir vorgestellt, wie ich denn wäre, wenn ich diese Person wäre. Also was müsste ich tun? Und dann wurde mir klar, hey, du kommst mit dieser Ausbildung nicht weiter. Du musst studieren, Nadine. Und du hast einfach einen beschissenen NC, deswegen musst du halt auf eine Privatschule. Okay, wie machst du das? Deine Eltern können dir das nicht bezahlen. Du hast kein Geld, also Studentenkredit. Dann in der Uni. Welche Wahlpflichtfächer belegst du? Wohin gehst du ins Auslandspraktikum? Was machst du in deinem Auslandspraktikum? Ich habe mir also wirklich immer in so 3 Jahresschritten und dann nochmal unterteilt in Jahresschritte und nochmal in Monatsschritten überlegt, was ich tun muss, um eben dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Und es überkommt mich halt einfach immer wieder, wenn ich daran denke, was ich eigentlich geschafft habe. Und das hört sich total blöd an und das hört sich auch wahrscheinlich für viele Leute da draußen jetzt als arrogant an oder irgendwie eingebildet, aber nein, es ist verdient und nicht gegeben. Earned, not given, was ich mir da erarbeitet habe. Und genau, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das da draußen auch. Ihr schafft das. Ich möchte euch klar machen, dass ihr alles da draußen erreichen könnt, wenn ihr, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Tipp, macht. Ihr müsst machen. Das Einzige, was zwischen euch und eurem Ziel steht, sind die ganzen Bullshit-Dinge, die ihr euch als Ausreden aussucht. Und so war es bei mir nämlich auch. Und ich habe diesen Pinterest-Spruch, the only thing between you and your goals is your bullshit, bla bla bla, you keep telling to yourself. Und es ist einfach genau so. Das sind jetzt übrigens Tipp 4 und 5 von mir gewesen. Also, machen! Ohne einen Arschtritt, den ihr euch selber gebt, werdet ihr niemals ans Ziel kommen. Machen, machen, machen. Nicht prokrastinieren, nein, tut es. Geht raus und tut die Dinge, die ihr tun müsst, um dahin zu kommen, was ihr möchtet. Natürlich sollt ihr nicht über Leichen gehen, sondern einfach nur euer Bestes geben. Und wenn gestern beschissen war, dann macht ihr morgen einfach besser weiter. Ende. Lasst euch nicht von diesen Rückschlägen immer wieder zurückwerfen. Und wie gesagt, ich habe mit diesen Tipps, die ich unterbewusst gemacht habe, eines meiner Lebensziele jetzt erreicht. Nachdem mein Papa gestorben war, ein paar Rückschläge gehabt hinsichtlich meines geraden Weges, habe dann aber wirklich mir den Hintern aufgearbeitet, um jetzt dort zu sein und bin auch dankbar für alle Möglichkeiten, die mir geboten worden sind und die ich verwandeln konnte. Also es ist wirklich, ja, ich bin sehr, sehr dankbar für das und ich muss mir jetzt neue Ziele setzen. Ich habe schon mit einem kleinen Ziel angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt auf Snapchat und Co. Aber darüber rede ich noch nicht, bis ich meine nächste Etappe geschafft habe. Denn ich muss mich ein bisschen selber challengen. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun, das ist was anderes. Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Zusammengefasst, ihr müsst einfach, wie gesagt, euch Ziele setzen, diese Ziele in Teilschritte unterteilen.
ihr müsst euch eine Vision von euch selber schaffen, was würde die Person tun, die ihr sein wollt, und dann schon so handeln. Zum Beispiel, wenn ihr gesund ernährt, also wenn ihr ein gesunder Mensch werden wollt, was würde ein gesunder Mensch essen, was würde er trinken, was würde er nach der Arbeit tun. Und ihr müsst einfach machen und aufhören, euch Ausreden auszudenken, die euch immer wieder erzählt. Und jetzt noch eine kleine Anekdote aus einem Lied, aus einem Kinderlied, was ich immer gehört habe. Da gibt es ein Lied, das heißt Wunder sind wunderbar. Und da ist eine Textpassage: damit die Wunder gelingen, muss man fest daran glauben und ein anderer muss sie vollbringen. Zeile 1 und 2 stimme ich zu, Zeile 3 ist Bullshit, denn ihr müsst eure eigenen Wunder verbringen. Wartet nicht auf morgen, wartet nicht auf den Lottogewinn, wartet nicht, bis bessere Zeiten kommen. Eure Zeit ist jetzt und nutzt die. In diesem Sinne, denkt immer dran, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch und ihr schafft es. Macht's gut.